Meine kleinen Lieblinge, es ist bereits 3 Monate her, seit wir zusammen hierher geflohen sind. Ich denke oft an den Tag zurück, als ihr alle geschlüpft seid. Eure kleinen Stimmchen ließen mich mit Stolz erschauern. Meint ihr jetzt diese, Blubviecher? Diese, ja, die wie so ein Stück Scheiße da aus die Rohre plumpsen? Eure liebreizenden kleinen Körper, die solch unglaubliche Zerstörungskraft in sich tragen. Und natürlich euer unersättlicher Appetit. Ihr seid nichts Geringeres als die Spitze der Hunter-Serie. Und doch befahlen sie mir, euch zu vernichten. Sie sagten, ihr seid als Waffen untauglich wegen ein paar kleiner Schwachstellen. Sie führten eure fehlenden Hitzebeständigkeit und die Tatsachen an, dass euer zarten Mundwerkzeuge beim Fressen freigelegt sind. Und sagten, ihr seid mangelhaft. Haben die nie von Charakterschwächen gehört? Es ist gerade wegen eurer Schwachstellen, dass ich euch so liebe. Aber wir werden es dennoch denen noch zeigen. Hier unten werden wir gemeinsam weiter den evolutionären Pfad beschreiten. Wir beweisen Umbrella, dass ihr meine geliebten Hunter-Gammas wahrhaft überlegen seid. Meine lieben Hunter-Gammas überlegen seid? Was sind denn jetzt nun die Gammas? Sind das... Ich sehe schon wieder so eine Menge hier. Und wir haben nichts zum Verstauen. Toll! Wir müssen hier nochmal her. Wir müssen tatsächlich gucken, dass wir irgendwas verstauen können. Was ist, da irgendwas? Ist da? Schießpulver? Einfaches Schloss? Grünes Kraut? Lol, wir müssen zurück. Wir wollen das ja nicht alles liegen lassen hier. Was ist das hier? Ja, brauchen wir alles. Okay, und zurück. Wir müssen hier tatsächlich zurück. So, wir folgen den Weg weiter. Und halten uns einfach immer rechts. Okay. Das hätte mir eigentlich klar sein müssen, dass wir hier mehr oder weniger... Kommt hier immer wieder rausgeplumpst? Ja, du verrecke! Was wollte ich gerade sagen? Ja, dass wir hin und wieder hier irgendwie aussondern müssen, weil wir sonst Platzprobleme bekommen. Wir dürfen echt nur das Nötige mitnehmen. Mist! Gut, dann machen wir es jetzt mal so. Wir legen die Flinte ab. Verstauen wir. Das verstauen wir. Damit auch das. Die Handgranate legen wir ab. Heilung brauchen wir immer mal wieder. Dann machen wir es so. Ja, und den Akku. So, anders kann ich das jetzt gar nicht machen. Und speichern. Doch, speichern wir. Okay, wir haben jetzt nur noch eine Blendgranate. Das ist nicht so schön. Aber damit müssen wir klarkommen. So, zurück. Mann! Diese ekelhaften... Kanalisationsgänge. Das ist immer unappetitlicher, wird das hier. Ja. Und ich stampfe durch den Kanalisationsdreck. Hab nur mein Granatwerfer im Gepäck. Ah, Brett auf. Okay. So, jetzt können wir das wenigstens mitnehmen, alles hier. So, Schießpulver her damit. Zack. Nehmen wir sehr gerne mit. Das Kraut nehmen wir mit. Hier. Schießpulver, sehr schön. Und das knacken wir natürlich auch. Knicki knacki. Und was haben wir da? Sprengstoff A.
Sprengstoff A. A und B war Brand, ne? Moment, wir schauen mal kurz. Eieieiei. Hier, das war's, ne? Ja. Brand ist A und B. Explosiv. Okay, gut, hatte ich recht. Okay, wir könnten uns also Brandgranaten basteln. Und werden wir wahrscheinlich auch machen müssen. So. Gut, wir haben jetzt auch einen Akku. Ein Akku, das heißt, wir können eine Tür öffnen. Brauchen wir für jede Tür einen Akku oder können wir den dann wieder rausnehmen? Weil da würde ich ja fast sagen, gucken wir gleich mal am Anfang da rein und nimm nicht die zweite Tür. So, und zwar hier oben war das. Da. In dieser Tür. Und da unten war dann über die Leiter hier noch was. Wir gehen erstmal zurück. Oh Mann! Okay, wir gehen doch nicht zurück. Wir müssen Brandmunition nachrüsten. Oh Mann. Die kommen ja einfach so richtig random. Okay. So. Ja, okay. Komm, verstauen. Verstauen. Das nehmen wir rüber. Und kombinieren das mit dem. Haben wir drei Brandgranaten. Sehr schön. Das Kraut verstauen wir. Das andere brauchen wir jetzt derzeit nicht. So, sehr schön. Nochmal nachladen. So, gut. Ich bin gespannt, was ob der Akku jetzt mehrmals machbar ist. Oder ob wir den nur einmal nutzen können. Das hört sich hier mal irgendwie komisch an. Und hepp. Nee. Halt. Falsch. Komme ich überhaupt noch mal hoch? Ach, Mist. Okay, dann kommen wir wahrscheinlich nur über andere Wege da hoch. Dann müssen wir tatsächlich die eine Tür nehmen. Nein! Chill! Nein! Nicht runter. So. Gut, auf engen Raum. Granatwerfer macht nicht so richtig Sinn, ne? Da war zu und hier gibt es Akkusalat. Zack. So. Okay. Was haben wir da? Akku. Okay. Den Akku können wir vielleicht noch mal rausnehmen. Okay. Die kommen also auch schon da, wo kein Wasser ist. Alles klar. Aufgeschlossen. Wir können hier den Akku wieder rausnehmen. Wir haben ja jetzt einen Durchgang. Okay. So. Okay, wir gehen hier gleich rein. Wir gucken uns noch mal hier hinten. Hier waren wir nämlich noch nicht. Da können wir die Leiter runterlassen, haben somit auch eine Verbindung. Sehr schön. Gut, da stand eben irgendwas mit Wache. Ich hoffe, das ist nicht eine zu starke Wache.
Und benutzen. Gürteltasche. Oh. Sehr nice. Nochmals. Oh, ist das schön. Ist das schön. So, was ist das hier? Sprengstoff. Ach so, das ist keine Wache an sich. Schießpulver. Das hört sich voll komisch an hier. Okay. Bin ich hier wieder raus. Und jetzt sind wir ja wieder oben, ne? Jetzt ist die Frage, brauchen wir den Akku? Moment. Unten. Unten, da war. Büro. Ja, den Akku brauchen wir für diese Tür noch. Wir nehmen ihn mal wieder raus. Und das war ja offenbar nur, um die Gürteltasche zu bekommen. So, gut. Hier, das war die Seite. Wir müssten, ja, wir müssten noch die Leiter runter. Oh Mann. Sehr schön. Na, das ist doch schön, wenn das hier so ein bisschen Sinn ergibt. Genau, das war die Tür. Sehr schön. Schauen wir mal, was da kommt. Und ich hol Schlösser. Da muss man auch erst drauf kommen, hä? Akku für Schlösser zu benutzen. Okay. Zum Glück haben wir Nemesis nicht mehr am Arsch. Ah. Carlos, kannst du mich jetzt hören? Tja, Gott sei Dank. Alles in Ordnung? Ja, ich lebe noch. Bin ihn los. Super, die U-Bahn ist bereit. Wir hauen ab, sobald du zurück bist. Okay. Oh, ich dachte, ich habe irgendwas gehört hier. Wieso sagt mir irgendwas, dass Nemesis da irgendwo rumkriechen könnte schon wieder? Zwei, wie viele haben wir noch? Zwei Blendgranaten. Okay. Blendgranaten ist auch. Oh Gott! Ah, wieso habe ich es eben gesagt? Warum? Nein. Was ist das? Was ist das? Hilfe! Hilfe! Boah. Er kann Waffen benutzen? Das ist scheiße. Wir nehmen auf jeden Fall die Gelegenheit noch wahr, ihn mal anzuschießen. Vielleicht droppt er wieder irgendwas. Da ging es auch hoch. Hier ist ein Speicherraum, sehr schön. Grünes Kraut nehmen wir gerne mit. Und nochmal irgendwelche. Okay. Die geben hier schon irgendwie so ein bisschen Anzeichen, ne? Zweimal A. War das Säure? A und B. Ich muss tatsächlich nochmal gucken. Ich glaube nicht, das war. A war, glaube ich, explosiv, ne? Ja. Okay. Nur haben wir A. Ja, okay. AA ist explosiv. AA ist explosiv. Wir haben auch nur.
Nee, wir hatten das andere benutzt. Also irgendwie möchte ich meinen, dass wir das Explosiv nutzen müssen. Bei Nemesis eventuell. Explosive Granaten. So, jetzt ist die Frage. 4. E, ah, okay. Brandgranaten. Was haben wir denn jetzt? Ah, das sind jetzt Explosivgranaten. Okay. Gut. Ah, Nemesis. Freundchen, du gehst mir richtig auf die Eier. Weißt du das? Immer wenn man hier irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Fortschritte macht, kommt irgend so ein Nemesis an hier. Okay. Naja, vielleicht können wir ihnen ein bisschen was entlocken. Was warte ich gerade? Auf was warte ich? Pass mal auf, wir machen das anders. Machen wir ein bisschen auf Brand-Action. Okay, die stehen nicht nochmal auf. Okay. Ha, wieder rüber auf Explosiv. Ich dachte gerade, nutze eine Brandgranate. Ja, wir wissen's. Du Wichser. Da unten ist er. Ich muss hier raus. Schnell. Der zündet uns den Arsch an. Ich denke, ihn anzuschießen bringt nur was auf offenem Feld, wo wir die Kisten auch looten können, falls wir das überhaupt können. Halten. Okay, Jet, komm. Wir schaffen das. So, hier ist nichts. Da ist eine Leiter. Okay, hoch die Leiter. Oh, 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 oh. Das brennt alles, da können wir doch niemals. Nee. Oh Gott. Was willst du? Oh Gott. Nein, wohin? Nein. Nein, 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 nein. Wohin denn? Da, wohin? Da war alles voll mit Feuer. Laufen Sie weiter. Ja, das ist alles sehr witzig. Das ist sehr, sehr witzig. Okay, so hier laufen wir jetzt einfach weiter. Versuchen wir zu umgehen, diese Waschlappen hier. Die bringen uns ja eh nichts. Aha. Man weiß nie, wo man da überhaupt ausweichen drücken soll. Ja, Nemesis, wir wissen es doch. Ich muss hier raus. Ja. Schnell. Definitiv müssen wir raus. Oh Gott. Gar nicht erst groß rumzögern hier. Dieses
Ja, du bist so unempfindlich. Du kannst alles abhaben, ne? Egal, was man dir antut. Du bist einfach unzerstörbar. Ja. Geh scheißen. So, weg hier. Weg. Ha! Oh Gott. Oh nee. Ich mag kein Feuer. Ich mag das nicht. Gott. Wir müssen rennen. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Komm. Halt dich fest. Hoch. Gott, wie sollen wir hier wieder runterkommen, wenn wir schon nur hochgehen? Hier ist noch ein Speicherpunkt. Okay. Das verstauen wir mal auch. Umsonst wird es hier keinen Speicherpunkt geben. Da war auch noch eine Info. Abrissverzögerungsankündigung. Ja, aufgrund der anhaltenden öffentlichen Unruhen haben wir uns entschieden, den Abriss des Barnaby Office Buildings zu verzögern. Aus Sicherheitsgründen wurden alle elektrischen Geräte inklusive der Generatoren zum Dach transferiert. Der Zugang zum Gelände ist bis zum Abklingen der aktuellen Unruhen verboten. Alle Mitarbeiter sind angewiesen, zu Hause zu bleiben und auf weitere Anweisungen zu warten. Okay, und ich gehe jetzt mal schnell pissen, denn ich muss schon seit gefühlt einer Stunde. Bis gleich. So, und weiter geht's. So, dann mal hier hoch. Oh Mann. Wir gehen ja immer höher. Wie sollen wir denn da wieder rauskommen, wenn wir immer höher gehen? Nee, komm. Der ist doch wieder... Oh. Ja, du mit deinem Scheißkanister. Ja, Feuer. Du bist so toll, du Wichser. Hier. Die Kreatur will... Ah, okay. Ich versuch mal was. Musst du nachladen, du Wichser? Was liegt da? Was ist denn das? Flintenmund. Toll. Nehmen wir mit. Okay, wie sollen wir ihn schaden? Wir haben gar keine Flinte bei. Was? Der weicht auch aus? Ist das ein Wichser, hä? Nee! Oh Gott! Explosive Granaten! Oh. Ich muss nachladen! Lade nach! Ich habe auch schon eine Idee. Warnung. Okay, wir sind noch halbwegs frisch. Wir müssen das Stromding treffen. Und dann auf seinen Tank schießen.
Hm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Nee. Ja. Okay. Okay. Erste Runde war zum Eingewöhnen. Jetzt geht's an die Buletten. Okay, ich weiß nicht, ob wir hier mit Granaten und so weiter kommen. Bisschen was zum Heilen. Das verstauen wir mal. Wir nehmen wieder unsere Flinte mit. Und natürlich Munition. Okay. So, ich denke mal, jetzt sollten wir es schaffen. Wir haben ja ein bisschen... Also so schnell gehen wir nicht down. Wir müssen nur gucken, dass wir irgendwie hinter ihm kommen. Ja. Da liegt noch Munition rum, ne? Ja. Gott, oh Gott, oh Gott. Her damit. Her damit. Nee. Ah, wie machen wir das? Ja. Nee. Kollege, Schnürschuh. So nicht. Na komm doch. Oh, jetzt. Was? Jetzt noch fit? Wie geht das? Wie geht das? Wie kann der noch fit sein? Keine Muni. Wie? Was? Okay, er brennt. Er hat gebrannt. Hilfe. Oh Gott. Nein. Oh. Oh Gott! Komm hoch! Nein! Oh, au!
ich hoffe, das Vieh ist erstmal außer Gefecht. Nemesis geschlagen? Fragezeichen. Oh, ich dachte, der grillt uns da.